So, und das hier ist jetzt wahrscheinlich am Ende. Vermute ich. Obwohl, vielleicht könnt ihr hier noch hinschießen. Ich schicke hier mal einen Erkunder los. Mal gucken, was uns da noch so erwartet. Das aus. Hier könnte ich auf jeden Fall so eine Festung bauen. Dann hätte ich hier eine stehen und dann hätte ich ja noch die theoretisch und die. Eigentlich muss es ja auch irgendwann reichen mit Festungen. Da habe ich ja schon eine ganze Menge hier hinten gebaut eigentlich. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der irgendwann schießt. Jetzt ist hier aber schon wieder irgendwas verbraucht. Keine weiteren Steinbestände. Na komm. Machst du noch was? Komm, aber du wenigstens. Ja, das schießt. Hierauf. Hat getroffen. Ich hole mir das mal hier als Bild. Aber das hier schießt nicht. Nope. Da passiert nichts mehr. Weg damit. Und ich weiß nicht, ob jetzt hier eins sinnvoll ist. Oder dann doch lieber hier. So. Ja, immer noch hier dieser Weg eigentlich, den ich mal neu machen wollte. Und der hier oben, der wird ja eigentlich fast gar nicht benutzt. Das ist echt ärgerlich. Ah ja, genau, ich hatte ja jetzt hier das Problem. So, dann sollen wir den erstmal hier weg. Dann keine weiteren Steinbestände bei dem hier. Gut. Oh, ich baue jetzt hier, glaube ich, aber ein Katapult hin, ne? Weil egal, was sie da hinbauen, das kann das ja eigentlich immer abschießen. Das soll mir ja nur recht sein. Nein, falsch. 1, 1, 2, 3. So zieht sich das ja eigentlich so lange, aber wir brauchen hier mehr Steine. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Und die arbeiten jetzt eigentlich auch alle wieder ziemlich auf Hochtouren. Weil jetzt hier natürlich unten einfach mal super viele Kohleminen dazugekommen sind. So, wo ist denn hier der Bauer? Ah, da kommt er. Ich würde schon sagen, wir haben ja eigentlich da keinen Mangel, ne? Da sollten eigentlich genug Leute vorhanden sein. Ach ja, ich bin jetzt eigentlich schon echt scharf drauf, auch, da mal anzugreifen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das in die Hose geht. Eigentlich... Nee. Boah, der ist ja ganz schön abgefallen. Der Rote ist eigentlich doppelt so eine hohe Militärmacht wie der Rote. Und der Gelbe, das sinkt auch immer weiter. Ich meine, eigentlich muss es ja möglich sein.
Aber die Frage ist, ob es wirklich klappt. Und letztlich, wir haben hier 75. Ich glaube, so viel habe ich bis jetzt in keiner Mission produziert von diesen Soldaten. Ach ja. So unschlüssig. Mal gucken, was die Katapulte hier unten noch reißen können. Und ansonsten würde ich dann doch eventuell sogar angreifen. Okay, wir haben hier drei Festungen stehen. Irgendwo muss es ja dann auch einfach mal gehen, ne? Und das war's mit der Kohle hier. Hier hat aber wieder was getroffen. Es hat noch einen Stein. Und schwupp, ist schon wieder einer drin. Okay, jetzt geht's hier rüber. Und es war auch ein Treffer. Also das läuft eigentlich gut. Das können wir auch ziemlich gut vor jetzt eigentlich bei dem Gelben. Das heißt vorwärts, aber wir haben ja praktisch seine Militärmacht um ein ganzes Stück verringert, einfach nur durch die Katapulte. So, jetzt geht's wieder hier rüber. Treffer. Hier fehlen aber Steine. Wo sind die Steine, Leute? Kann man das eigentlich einstellen? Nee. Eins, zwei, drei. Raus mit euch. Und drei wieder rein. Aber ich finde, im Vergleich zu Kapitel 6 ist das ja echt wieder ziemlich entspannt alles. Dadurch, dass man hier wirklich einfach munter vor sich hinbauen kann. Was baut er denn hier? Ha? Jetzt müssen wir mal weiter in Beobachtung halten hier. Und bis jetzt das einzige Katapult, was wir gesehen haben, ist das hier. Also das einzige gegnerische Katapult, was wir gesehen haben. Jetzt hat er hier wieder voll gemacht, ne? Einfach der Steinnachschub, der kommt zu langsam. Zu langsam. Und wenn die sich halt, also besser wäre es natürlich, wenn man sagen könnte, ja, beschießt jetzt nur dieses Militärgebäude, weil dann könnte man ja mit zwei Katapulten eins ziemlich schnell kaputt machen. Aber... Und der muss noch ein bisschen üben, das war gerade gar nichts. Oh, Steine! Leute, Steine! Das wird ein Wachturm, was er hier baut. Na gut, es kann sein, dass wir dann das Katapult verlieren. Das wäre ärgerlich. Aber, ja gut, nicht zu ändern. Was cool wäre, wenn wir das Gebäude zerstören würden und dann den Angriff starten. Dann können wir direkt das Hauptquartier angreifen und... Ja, ich würde mal sagen... Kommt jetzt drauf an, das sieht relativ voll aus. So, wenn man da mal guckt. Huch. Also sieht gut belegt aus.
Da müssen wir also schon damit rechnen, dass wir da auf etwas mehr Widerstand stoßen. Aber ich glaube, danach ist das hier wahrscheinlich echt irgendwie vorbei. Na los, komm, macht jetzt hier irgendwas kaputt. Könnt ihr nicht. Keine Steine. Wie sieht es hier unten aus? Oh, läuft gut jetzt, ne? Mittlerweile. Da kommt jetzt massig an Kohle nach oben. Das reiße ich mal ab. Und was haben wir jetzt hier? Keine weiteren Steinbestände. Tragisch. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder ein bisschen im Auge behalten, was wir eigentlich da für einen Steinvorrat haben. 131. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass ich noch großartig viel bauen werde, weil das sind jetzt eigentlich so hier mehr so die letzten Vorbereitungen dazu, ihn anzugreifen. Und nichts anderes. Alles, was wir jetzt noch schwächen können, ist gut. Und der Rest ist dann halt, wie er ist. Oh mein Gott. Er verfällt langsam. Es ist so schön. Wie sieht das eigentlich aus mit Gold? Da liegen wir eigentlich immer noch hinten. Aber er hat halt wirklich nur diese... Okay, jetzt kann es das Ende von unserem Katapult sein. Ja, war es auch. Okay. Gin Bomb war halt hier ein neues, Leute. Wisst ihr, ist halt jetzt nicht so tragisch für mich. Ne? So. Ja, jetzt schießt er natürlich erstmal wieder hier drauf. Und erstmal voll kann er daneben. Auch nett. Aber... anders würde es mir besser gefallen. Oh, hier unten ist auch noch ein riesiger Wald. 1, 2, 3. 1, 2, 3, so. Vielleicht wage ich auch einfach mal einen Angriff. Weil irgendwie... sieht das jetzt aus. Aber dann müsste ich hier unten nehmen. Wir machen das jetzt noch nicht, weil ich möchte das jetzt hier unten mitnehmen noch. Weil ich gebe dann hier unten die Stellung auf und ziehe mich zurück. Und dann möchte ich zumindest das alles, was hier in dem Berg ist, doch noch mitnehmen. Genau. Doch, das würde ich schon gerne, weil ansonsten... ja, und danach können wir dann angreifen eigentlich. Und gehen wir hier rüber. Treffer. Eigentlich echt, was ist denn hier jetzt wieder passiert? Okay. Kann nicht besonders. Hat er wieder abgerissen oder was? Okay, oh, hier sind gerade zwei Starke reinmarschiert. Die Frage ist ja eigentlich eher, wie viele hat er abkommandiert, sein Hauptquartier zu bewachen, ne? Nicht wie viele da drin sind. Ich meine, in meinem Lager hier befinden sich auch einfach mal. Oh Gottes Willen, nein. In meinem Lager befinden sich ja hier auch einfach mal so 80, ja? 80 Krieger, aber die verteidigen das ja nicht, wenn das jetzt angegriffen, also wenn das jetzt irgendwie angegriffen werden würde. Wenn das jetzt zerstört wird, dann sind die auch einfach mal verloren. Das ist eigentlich richtig heftig.